Laptops sind verboten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute über die Mobilfunkversorgung in Deutschland diskutieren. Und auch wenn die FDP-Fraktion diese Studie Open Signal als Grund genommen hat, so muss man, naja, ob Anlass oder Grund, darüber kann man streiten. Jedenfalls kann man auch über diese Studie streiten, denn diese Studie hat einen ganz entscheidenden Fehler. Sie differenziert nicht zwischen den verschiedenen Anbietern. Und wenn Sie auf die Zeitschrift Connect gucken, die auch in Deutschland immer einen viel beachteten Netztest macht, so hat Connect im letzten Jahr auch einen europäischen Netztest gemacht und hat in Deutschland, aber auch für andere Länder wie Großbritannien gesagt, sehr große Unterschiede zwischen den Anbietern. Und diese Gleichmacherei ist sicherlich ein analytischer Fehler, sodass man über die tatsächliche Geschwindigkeit im Mittel aller Netze sicherlich keine gute Auskunft darüber bekommt, was in Deutschland möglich ist. Aber wenn wir darüber reden, wie die Preise in Deutschland sind, dann kommt man doch sehr schnell auf objektiv vergleichbare Kriterien. Und dann stellt man fest, aus Finnland gibt es eine Studie vom Jahr 2016, aus dem April 2016, die hat festgestellt, wie viel Gigabyte man denn für 35 Euro bekommt. Und da bekommen Sie in Deutschland 4 Gigabyte, in Spanien 7, in Polen und in Großbritannien 20, in den Niederlanden 24 und in Frankreich sogar 50 Gigabyte. Das heißt, habe ich schon gesagt, 4. Das heißt, Sie bekommen fast 10-mal oder mehr als 10-mal so viel Volumen zum gleichen Preis in Frankreich wie bei uns. Und wenn dann einer der Netzbetreiber das so kommentiert und sagt, nun sei halt Deutschland ein sehr großes Land, dann ist das offensichtlich nur eine Ausrede, denn andere Länder, Frankreich, sind ja noch größer unter dem Strich und haben eine niedrigere Bevölkerungsdichte. Also, hier, meine Damen und Herren, muss was passieren, denn der Mobilfunk in Deutschland ist offensichtlich der teuerste in Europa. Und das ist nicht gut. Und wenn man sich jetzt auf die Suche nach den Ursachen macht, dann findet man eigentlich zwei Gründe. Die hängen auch beide miteinander zusammen. Und der Urknall sozusagen für die Preisexplosion liegt im Jahr 2000. Ich erinnere, damals war Gerhard Schröder Bundeskanzler und der Wirtschaftsminister hieß Werner Müller. Und da hat man sich gebrüstet, mit der Auktion für die Mobilfunkfrequenzen im Jahr 2000 den höchsten Erlös aller Zeiten einzunehmen, mit einem ganz besonderen Verfahren, 50,8 Milliarden Euro. So, und irgendwer muss das bezahlen. Und am Ende ist offensichtlich, wer es bezahlt, nämlich die Gebührenzahler im Mobilfunk. Und wenn jetzt die FDP schon so zufrieden guckt, kann ich sagen, war die nächste Frequenzauktion bei Wirtschaftsminister Brüderle im Jahr 2010, und die kam immerhin auch noch auf stolze 4,4 Milliarden. Bei Sigmar Gabriel waren es zuletzt 5,08 Milliarden Euro. Das heißt, wir sind zwar jetzt bei einem Zehntel dessen, was unter Rot-Grün verlangt wurde, aber es ist halt immer noch sehr viel. Und das Geld kommt irgendwo, muss wieder reinkommen. Und wir haben unter dem Strich in der Konsequenz bei der Auktion im Jahr 2000 noch 11 Anbieter gehabt, die in die Gebote mit eingestiegen sind. Und wir sind mittlerweile bei nur noch 3 und einer läuft ja zumindest durch die Hauptstadt und sagt, wir haben große Sorgen, ob es uns noch geben kann, wenn das so weitergeht. Und wir brauchen deshalb dringend mehr Wettbewerb im Mobilfunk. Das ist unser ganz zentrales Problem. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als es nur 3 Anbieter gab, nämlich Mannesmann, Telekom und E-Plus. Da gab es keinen großen Preiswettbewerb. Und erst mit dem 4. Anbieter ist der Preiswettbewerb in Deutschland eigentlich gekommen. Und deshalb ist das wichtig, dass wir eben jetzt bei der nächsten Frequenzauktion wieder einen 4. Spieler in den Markt holen. Und wenn das eben keinen nationalen Spieler geben kann, dann ist der Weg der Bundesnetzagentur richtig, zu sagen, wir setzen auf regionale Frequenzen. Und wir versuchen dann auch denjenigen 5G-Angebote zu machen, die vielleicht nicht von den 3 großen Anbietern versorgt werden, sondern der Unternehmer mit dem produzierenden Gewerbe im Münsterland, der in seiner Halle 5G bauen will, der soll es dann eben mit seinem örtlichen Anbieter oder in Eigenregie machen können. Das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. So, und bevor das jetzt in meiner Rede untergeht, weil ich beim Thema Wettbewerb meinen Schwerpunkt geliefert habe, sage ich auch noch eins dazu. Wir müssen auch bei der Versorgung besser werden. Da werden gleich Kollegen noch deutlich mehr dazu sagen. Aber wir haben für die letzte Mobilfunkauktion festgelegt, in jedem Bundesland mindestens 97% und alle Autobahnen und alle ICE-Trassen. Und ich glaube, im Selbstversuch merken wir alle, dass das noch nicht erfüllt ist.
Jetzt ist noch Zeit zur Umsetzung bis zum Ende nächsten Jahres, aber ich glaube, es wäre schlau gewesen von den Mobilfunkern, nicht bis heute zu warten, dass die Unzufriedenheit zu groß ist, sondern jetzt schon mal zu liefern und hier auch was zu zeigen. Und deshalb finde ich das auch richtig, dass wir jetzt sehr intensiv darüber diskutieren, wie wir auch die Versorgungsauflagen strenger machen können, um für die nächste Frequenzauktion dahin zu kommen, dass tatsächlich auch im ländlichen Raum die weißen Flecken verschwinden. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Jens Zimmermann.